Hi, ich habe eine Woche Urlaub und verbringe meinen Urlaub bei meiner Freundin am Stall. Und zwar hier. Und ich dachte, ich nehme euch so oft wie möglich mal mit. Ich habe die Foxy heute Morgen schon einmal gearbeitet. Ich habe sie gelongiert und wir haben daran trainiert. Sie ist auf der rechten Hand im Galopp im Moment sehr verspannt. Sie springt falsch anständig. Und das haben wir heute Morgen versucht, ein bisschen mit Longenarbeit zu lösen und ein bisschen dran zu arbeiten. Und jetzt reite ich gleich. Ich wollte gleich ein Parallelslalom erarbeiten und immer in der Mitte durchparieren im Schritt und dann in Trab weiter. Mal schauen, ob uns das heute gelingt. Letztes Mal war das noch nicht so gut und heute will ich das nochmal üben. Mal schauen, ob es da nachher gute Bilder gibt. So, wir haben wunderbares Wetter. Wie gesagt, jetzt werde ich Foxy das zweite Mal von der Wiese holen. Mein Teilchen hier quietscht immer noch. Das muss ich auch nochmal fein justieren. Melli hilft mir gerade hier nochmal den Parallelslalom aufzubauen. Und dann schauen wir mal, ob es heute, also ich werde es heute zum zweiten Mal reiten, ob es heute besser klappt als letzte Mal. So, Foxy, bleib mal stehen. Foxy holen die zweite. Ich weiß nicht, ob sie Bock hat. Fliegen Nerven, die man sieht. So, hier sind die anderen. Ja, Foxy, hast du Bock oder nicht? Ja? Nee? Ja, musst du trotzdem durch. So, der Parcours ist aufgebaut. Ich freue mich schon. Ich habe ja im August mich angemeldet für einen Working Equitation Kurs auswärts. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und ich bin jetzt schon fleißig am Trainieren, dass wir so mindestens ein bisschen hinbekommen, weil ich weiß noch gar nicht, wie die Foxy ist, wenn wir auswärts sind. Das erste Auswärtstraining so generell haben wir jetzt Ende Juni und da bin ich schon ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Oh, Melli meint, ich soll die Foxy heute ein bisschen schick machen. Wie man sieht, sie freut sich richtig, dass sie heute zweimal arbeiten darf. Nämlich gar nicht. So kenne ich sie, die Foxy. Mir fällt gerade ein, was ich euch fragen wollte. Habt ihr im Moment auch Probleme mit Zecken? Zum Glück, hier ist die Foxy. Hat sie noch keine Zecke gehabt, aber wir haben bei uns einen Schecken und der hat eine ziemlich weiße Nase. Und irgendwie ist das ein Zeckenmagnet. Wir dürfen da immer ständig Zecken aus der Nase ziehen. Und mittlerweile tut mir der Arme schon richtig leid. Was macht ihr dagegen? Schreibt das mal unten in die Kommentare, wenn ihr einen wirkvollen Tipp gegen Zecken habt. So, bisschen Arbeit. Ich wollte noch mal dazu sagen, ich bin natürlich keine Profireiterin und ich weiß, dass es noch nicht alles perfekt ist. Ich halte sie teilweise noch zu stramm und ich halte sie auch oft untertourig, aber das Untertourig ist im Moment auch mit Absicht, weil wir Probleme hatten, dass die Foxy, wenn die was nicht will, einfach losgaloppiert. Und deswegen halte ich sie teilweise auch noch ein bisschen zu viel. Aber wir sind dabei, das zu trainieren und ich habe einen Trainer und ich habe auch Beritt mit drauf und das wird alles nach und nach besser. Also so schlaue Kommentare wie du reitest scheiße oder irgendwie sowas möchte ich bitte nicht unter meinem Video haben. We'll be right back.
bekommt sie jetzt ihr Abendbrot. Heute Morgen hat sie auch schon gearbeitet, da hat sie nur eine kleine Ration bekommen. Jetzt kriegt sie eine Schaufel Müsli. Mein Lieber, du darfst auch gerne näher kommen, oder? Und zwei Häufchen Magnesium für ihre Nerven. Ist ja nicht so nervenstark. Ein bisschen Malzbier. Wir machen hier richtig einen Hexenbräu. Ich bin noch bei Pfandmillionär im Stall. Bisschen, was ist das hier? Leinöl. Ein Stück Apfel, ganz wichtig. Dampft schon. Dann wird das hier umgerührt. Und dann mache ich da nämlich noch. Foxy kann schon nicht mehr warten. Die macht ja den schönsten Kragen, den ein Pferd haben kann. Natürlich nie unterm Wasser. Und dann kriegt sie noch zwei Hände Luzerne dazu.